Ja, Leute, da wären wir mal wieder zur nächsten Folge von Minecraft Holzklotz 3. Und wie am Anfang der letzten Episode befinde ich mich mal wieder hier und baue auch ähnliche Dinge. Aber keine Sorge, ich verstricke mich nicht wieder so wie damals oder, na, was heißt damals? Es ist jetzt gerade 8 Tage her, glaube, oder 7 sogar. Das wäre interessant, wenn ich jetzt nach genau einer Woche wieder aufnehme. Aber nee, das ist ein Sonntag gewesen, kann ich mich erinnern. Heute haben wir Montag und naja, ich bin froh, dass ich es geschafft habe, wieder was zu machen und dazu zu kommen. Ich möchte nachher auch noch Tinymon aufnehmen, ähnlich wie beim letzten Mal, ne? Das entwickelt sich echt zu so einer Obsession schon fast, dass ich beides hier zusammen denken will. Aber es macht mehr Sinn, als zum Beispiel eine Doppelfolge Holzklotz heute aufzunehmen, denn die Zeit hätte ich wohl doch nicht. Obwohl ich sagen muss, dass ich ja genug Ideen und Einfälle, was weiß ich, hätte, um hier voranzukommen. Und naja, ihr seht schon, dass ich durchaus ein bisschen überlegter rangehe als beim letzten Mal, wo ich wirklich viel zu lange mich mit einem Thema rumgeschlagen habe, also diesem Abtragen da vom Berg und so. Das muss nicht sein. Lieber gehen wir mal ins Lager, sortieren noch ein bisschen. Dann war ich auch noch beim Weizenfeld entsprechend, hab das mal endlich wieder abgeerntet. Das ist mir auch viel zu lange nicht passiert. Aber das müssen wir immer mal machen zwischendurch, damit ich das ebenfalls farme. Und später braucht man ja auch noch Zeug für die ganze Wolle, was wir bauen wollen, gell? Oder, ach ey, es sind noch so viele Blöcke jetzt auch mit der 1.21 wieder hinzugekommen. Wir spielen ja inzwischen auf der Version entsprechend. Ich glaube, seit der letzten Folge oder vorletzten. Ey, da muss ich auch noch mal gucken. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich geupdatet habe. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie noch nachvollziehen kann. Aber es dürfte die letzte Episode gewesen sein. Davor war ich noch in der 1.26, soweit ich mich erinnern kann. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob da überhaupt die 1.21 schon da war. Also eventuell hatte ich eh keine Wahl. Aber naja, das nur dazu. Da müsste ich mich schlau machen. Ich habe nur noch im Kopf, dass ich einmal die Überlegung hatte, gehe ich jetzt mit der 1.20 oder 1.21 rein? Und dann habe ich mich noch für die 1.20 entschieden. Aber irgendwann dachte ich mir, naja, komm, jetzt können wir eigentlich auch die neue Version nehmen. Und dann haben wir entsprechend die ganzen Blöcke auch dabei, die ich natürlich nutzen möchte. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann auch mal umsetze. Also nicht immer nur davon rede oder das irgendwie plane, sondern dass ich hingehe und verschiedene Dinge austeste. Vor allem mit den Schlammblöcken. Das ist ja auch aus dem letzten Update, also 1.20 noch. Habe ich alles nicht gemacht bislang. Und das ist schon schade, gell? Das braucht man dringend mittlerweile, muss ich sagen, damit mal alles mehr oder weniger abgebildet ist. Aber ich habe mich heute schon mal um eine Sache gekümmert, die sehr lange auf meiner To-Do-Liste stand. Und ja, dafür musste ich halt durchaus sehr viel Zeit im Nether aufwenden, weil ich erstmal nicht ganz wusste, wo ich hin soll. Aber das habe ich dann auch damit verbunden, dass ich noch ein bisschen meine Mending-Tools verbessere oder aufwerte, ne, mit der Haltbarkeit. Und habe wenigstens ein bisschen noch diesen Effekt gehabt. Obwohl ich sagen muss, für meinen Geschmack bin ich viel zu lange im Nether irgendwo random rumgelaufen. Und habe auch zu lang gebraucht, um bestimmte Blöcke abzubauen oder so. Also das möchte ich demnächst definitiv schneller hinkriegen. Dass ich dann einfach nur noch kurz reingehe, direkt zielgerichtet dahin, wo ich was farme und dann wieder raus. Und nicht hier diese ewige Tour. Ich meine, ich habe extra meine Schalkerboxen vorher entleert, damit ich hier ja effizienter unterwegs bin und alles einlagern kann, ohne zwischendurch nochmal zurück zu müssen, weil ich keinen Platz mehr habe. Und dann steht mir halt wieder im Weg, dass ich hier mich überhaupt nicht auskenne und entsprechend das Biom zum Beispiel nicht finde, was ich unbedingt benötige. Und naja, das ist eben alles ärgerlich letztendlich. Ich bin dann auch, ja, in den nächsten Sekunden werdet ihr es sehen, in den Spectator gewechselt, um ein bisschen besser voranzukommen und mich zu orientieren, denn wir hatten ja die ganzen Biome bereits gefunden. Ich wusste nur nicht mal, wo sich das Ganze aufhält oder eben befindet. Und naja, ich muss dann halt auch noch gucken, dass ich ordentlich was abfarme. Das geht auch nicht so leicht zum Abbauen. Und ja, ich glaube, ich habe mich da auch wieder ein bisschen schwer getan damit und am Ende rausgefunden, dass das doch eigentlich viel leichter geht in der Oberwelt. Also da kann man ja genauso beispielsweise diese Holzsorten farmen. Das werde ich auch dringend nutzen oder definitiv nutzen für die roten Holzstämme, die ich auch noch brauche. Nicht nur die Netherwarzen, um die es mir heute geht,
um den neuen Holzklotz zu bauen. Oder, sorry, das war jetzt von mir nur ein Geräusch. Ja, nicht nur diese Blöcke, auch hier von den anderen Bäumen, die Laubdinger, also Wirrwarzen heißen die, glaube ich, und die anderen auf Englisch Crimson. Ja, das ist eben schon schwierig genug, auch vom Abbauprozess her, gell? Ja, die Stämme sind aber genauso wichtig, das wollte ich noch ansprechen, dass ich die definitiv ja in rohen oder rauen Mengen farmen muss, um dann auch die Bretter entsprechend wieder rauszukriegen. Obwohl ich die, glaube ich, schon hatte, zumindest teilweise, da muss ich noch mal gucken. Aber ich weiß, der eine Holzklotz von dieser Sorte ist auch sowas von unfertig, also da stehen vielleicht 3% oder so gefühlt, gell? Das muss unbedingt sich ändern und ich brauche viel, viel mehr von dem roten Holz zum Beispiel. Aber auch hier, wenn wir uns den Holzklotz mit den Stämmen, also die nochmal rasiert sind oder wie sagt man das, ja, ihr wisst schon, mit der Axt, ne, abgeschliffen, diese müssen auch noch aufgebaut werden. Also da habe ich ja alle Holzsorten eigentlich fertig, außer das mit dem Netherzeug. Und ja, es ist so viel, was da wieder hinten dran hängt, gell, aus diesen Lichtern hier zum Beispiel kann ich dann auch schon was planen. Glowstone genauso. Ich glaube, die beiden wollte ich doch kombinieren oder jeweils mit was anderem. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das geplant hatte. Aber wenn ich genug zusammen habe, kann ich das auch mal umsetzen bald, gell? Das wäre nicht schlecht, definitiv. Ich hoffe, diese Lichter wachsen auch mit, wenn man die Pilze hochzüchtet und nicht nur, dass man die ja, bei generierten Bäumen vorfindet. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, aber das finden wir ja raus relativ schnell. Muss ich nur mal so eine Farm-Session machen, da brauche ich auch wieder genug Bone Meal zum Beispiel, damit, dass ich das alles wachsen lassen kann. Und naja, also man muss das schon ordentlich planen und sich angewöhnen, dass man das regelmäßig macht einfach. Denn jetzt auf Teufel komm raus, alles auf einmal hinkriegen zu wollen, funktioniert nicht. Denn dann scheitert man und verwickelt sich wieder in irgendwas anderem, gell? Das kenne ich auch zur Genüge. Und ja, das möchte ich so nicht haben. Dann lieber, dass man das immer mal, wenn zum Beispiel eine Folge startet, direkt anfängt, weißt du, damit. Und dann kannst du irgendwann eben daraus noch was machen, mehr. Weißt du? So stelle ich es mir vor. Aber es wären halt so viele Dinge, die ich auf diese Art und Weise lösen müsste, dass ich erst mal am Anfang der Folge zum Beispiel in eine Höhle gehe oder ich muss das Weizenfeld abernten, wie wir es vorhin gesehen haben, gell? War ja auch so ein Ding. Vor einer Weile hat man dann noch das mit den Kürbissen. Ist schon wieder in Vergessenheit geraten zum Teil, aber das war ja auch eigentlich eine Geschichte, wo ich immer dran gewesen bin und die abgeerntet hatte, gell? Damals hatte ich eh noch viel mehr Sachen, wo ich hin und her gesprungen bin. Also zwischen den Bäumen hier mit den Kirschdingern, wisst ihr, oder alle möglichen Holzsorten habe ich da ja angebaut und musste ich immer nachpflanzen, abernten und gucken, dass die wieder schnell genug wachsen, dass ich in der nächsten Folge das nächste Holz anfangen kann. Und wisst ihr, das war auch übel der Stress, die Materialien zu besorgen. Da bin ich ja in letzter Zeit eigentlich vergleichsweise froh, was das angeht. Also gefühlt komme ich besser zurecht, aber ich glaube, es ist trotzdem problematisch natürlich, dass ich viel zu wenig Holzklötze nur ansatzweise fertigstelle, weißt du? Und ich dann das alles immer so verschiebe. Ja, und in den Folgen, so wie heute auch wieder, obwohl es beim letzten Mal, glaube ich, noch mehr war, mich selber hinterher kritisieren muss, dass ich so wenig schaffe. Ja, das muss ich definitiv noch ändern. Und ich hoffe, dass ich das schaffe und entsprechend auch schnell vor allem umgesetzt kriege. Ja, also ich muss, also das sage ich immer wieder, und sorry, dass ich so viel also oder also sage, ne, so wie ich es immer ausspreche halt, aber das habe ich gerade so drin. Jedenfalls, es muss definitiv mal funktionieren, dass ich 2 oder 3 Folgen am Stück aufnehme. Nur dazu habe ich aktuell keine Zeit. Das müsste wahrscheinlich verschoben werden auf den September. Da könnte ich es mir am ehesten noch vorstellen. Im Oktober wird es auch schwierig, da habe ich nämlich ein neues Semester und wie ich jetzt erfahren habe, sogar mit Präsenzunterricht. Da muss ich mich auch nochmal drüber aufregen. Übrigens, ich glaube, das mache ich in einer Infinity-Folge sogar, weil ich die nachher noch aufnehme und da kann ich eigentlich mal drüber reden, wie das so laufen kann und generell über den Stundenplan. Naja, da weiß ich nicht, wollte ich eigentlich in Tinymon nicht unbedingt ansprechen, sondern in Infinity, ja, mal sehen, wie ich das
dann aufteile. Aber da kann ich mir auch vorstellen, das überall mal irgendwie anzureißen, zumindest bestimmte Aspekte. Ich meine, jetzt haben wir ja sowieso noch nicht die finale Version zum Beispiel vom Stundenplan und es steht einiges noch nicht fest. Ja, man muss eh sehr viel wieder auf sich zukommen lassen fürs neue Semester. Ach, da bin ich auch mal wieder gespannt. Also ich weiß aber nicht, ob nur im positiven Sinne, ne? Denn das eine Modul erscheint mir schon relativ schwer. Aber gut, ich würde das jetzt noch nicht so detailbehaftet ansprechen heute, nur dass ihr schon mal vorgewarnt seid, dass es darum auch wieder gehen wird, ne? Und ansonsten würde ich sagen, dass ich so langsam raus bin. Ihr seht schon, wie weit ich gekommen bin hier mit dem äußeren Aufbau, mit der Küste und so. Das machen wir alles noch schöner. Das ist jetzt erstmal nur, ja, ein Zwischenstand, gell? Aber um den Bereich habe ich mich, glaube ich, in letzter Zeit auch gut gekümmert. Das heißt, da ist es glaubhaft, wenn ich sage, da machen wir weiter. Okay, dann tschüss.